Hi Leute, ich bin's, Lukas. Ich nehme euch heute mit auf eine wilde Achterbahnfahrt der Immobilienrenovierung hier in Philadelphia in den USA. Dieses Projekt hat mich an meine persönlichen Grenzen gebracht. Die Renovierung dieses Mehrfamilienhauses hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber war es das wert? In diesem Video packe ich aus die gesamte schockierende Summe, die die Renovierung verschlungen hat. Am Ende des Videos beantworte ich die Frage, habe ich mir mit dieser Renovierung und diesem Haus die Finger verbrannt oder den Jackpot geknackt? Also schnallt euch an und taucht mit mir ein in dieses Abenteuer. Es wird wild, es wird teuer, aber es wird vor allem verdammt spannend. Los geht's, let's get into it. Hi Leute, ich bin Lukas, euer Guide in der aufregenden Welt der US-Immobilien. Ich kaufe, renoviere und vermiete Häuser und Wohnungen und nehme euch mit auf eigentlich fast jedes meiner Immobilienabenteuer hier in Philadelphia. Auf meinem Kanal hier findet ihr alles rund um das Thema US-Immobilien, von krassen Vorherverwandlungen und Renovierungen bis hin zu knallharten Zahlen und Fakten als Investor und Vermieter. Ich zeige euch alles, was hier hinter den Kulissen auf dem US-Immobilienmarkt abgeht, ungefiltert und ehrlich. Wenn ihr jetzt keine spannende Renovierung, keine wertvollen Tipps und keine verrückten Überraschungen verpassen wollt, dann abonniert ihr jetzt am besten meinen Kanal. Das kostet euch gar nichts, hilft dem Kanal ungemein und ihr bekommt natürlich auch einen Mehrwert dafür. Und hey, ein Daumen hoch unter jedem Video motiviert mich noch mehr, solchen Content zu liefern. Kommen wir zu dem Haus, um das es in diesem Video heute geht. Falls ihr die Vorgeschichte zu diesem Haus verpasst habt, keine Sorge, ich habe euch eine spezielle Playlist zusammengestellt. Die findet ihr jetzt hier oben eingeblendet. Die könnt ihr einfach anklicken und die gesamte Geschichte von Anfang an nochmal nachvollziehen. Außerdem findet ihr auch in der Videobeschreibung direkte Links zu allen bisherigen Folgen dieser Renovierungsreihe. So könnt ihr ganz einfach nachholen, wenn ihr vielleicht was verpasst habt oder einfach, wenn ihr die Baustelle noch im Detail sehen wollt, vom Dach angefangen, dann nutzt ihr einfach diese Links. Egal, ob ihr jetzt von Anfang an dabei seid oder auch schon bei Instagram live mitgefiebert habt, die Links unter diesem Video, die helfen euch dabei, den Überblick zu behalten und ehrlich gesagt mir auch, weil es ist verdammt viel Videomaterial. Also schaut mal rein und taucht ein in die spannende Geschichte dieses Hauses. Kommen wir zum heutigen Video. Hier in diesem Video zeige ich die letzte Phase der Renovierung, den Umbau im Erdgeschoss und natürlich am Schluss alle Zahlen und Fakten. Ihr seht das vorher, die Abrissarbeiten und natürlich auch das Nachher und die Zahlen ganz am Schluss. Wenn ihr es jetzt nicht erwarten könnt, nutzt ihr einfach die Kapitel in diesem Video. Da könnt ihr zwischen den jeweiligen Bauphasen hin und her springen oder auch direkt zum Ende des Videos zu den Zahlen. Kommen wir zur Bestandsaufnahme. Schauen wir uns das Haus erstmal an, bevor wir mit den Renovierungsarbeiten loslegten. Gehen wir da rein, als gerade eben die Mieterin unten noch ausgezogen ist. Das ist das gute Stück. Gehen wir mal rein. Wie du hier siehst, ist noch ein bisschen Arbeit auf der Terrasse. Gerade hin, rechts hinten ist der Zugang zum oberen Apartment, aber hier links vorne ist jetzt der Eingang. Das hier war das Wohnzimmer, ein alter Kamin, Echtholz. Also man konnte Holz verbrennen sozusagen. Hier sind wir jetzt in dem aktuellen Wohnzimmer. Hier haben wir den alten Kamin, den werden wir so in der Form nicht weiter benutzen. Wir haben alte Decken. Naja, alte Decken heißt, wir sehen schon wieder, dass der alte Elektrik rauskommt. Ich bin echt gespannt, was hinter den Wänden ist. Hier haben wir Drywall, also normale Trockenwand, Gipskarton, glaube ich. Und hier haben wir normalen Gips noch. Das heißt, das müssen wir alles abschlagen, gucken, was drunter ist. Und dann eben entsprechend auch rausräumen und neu machen. Das hier, mal schauen, ob wir das hinkriegen, das soll ein neues Schlafzimmer werden. Das hier soll ein Wohnzimmer werden, aktuell Esszimmer. Gehen wir mal durch in die Küche. Das ist jede Menge Arbeit hier, wie es jetzt ausschaut. Dann haben wir einen Meinungsverstärker vom Mieter. By the way, das ist derselbe Mieter mit der Panzerfaust. Ja, die Mieter räumen gerade ihren Keller aus. Jemand eine Idee, was das ist? Hm? Wer von euch hat gedient? Jetzt habe ich Angst vor den Mietern. Dann haben wir hier die Küche. Hier haben wir jetzt rechts die Laundry Area, also Waschmaschine, Trockner. Hier haben wir einen kleinen Pantry, also Vorratskammer. Da haben wir den Rausgang nach hinten und links ist die alte Küche. Das Layout, das werden wir so behalten, wie es auch ist, aber einfach alles komplett einmal austauschen. Neuer Fußboden, neue Arbeitsplatte, alles komplett neu. Und hier in der Küche vom Layout werden wir es genauso gestalten, wie es aktuell ist. Das heißt, wir werden die Schränke von demselben Layout benutzen, wie es ist. Wir werden alle Schränke rausreißen, Wände neu machen, neuer Ofen vielleicht. Mal gucken, ob wir den hier benutzen können, aber ich glaube nicht. Neue Arbeitsplatte. Kann raus, mal sehen, ob wir den behalten können. Aber von den Ablageflächen her ist hier echt viel Storage. Das heißt, das können wir so benutzen und werden es genauso, wie es jetzt ausschaut, auch wieder benutzen. Schauen wir uns die nächsten Räume noch an. Hier ist das alte Wohnzimmer. Da muss eine Tür rein. Die Wand hinten muss ausgebaut werden bzw. verschoben werden. Hier rechts ist ein Kleiderschrank. Der kommt weg.
Da werden wir den neuen Eingangsbereich machen. Das ist natürlich auch die Lüftung nach oben. Das muss geändert werden. Und hier links haben wir noch einen Kleiderschrank. Und hier links ist das Schlafzimmer. Dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer. Also jede Menge Schlafzimmerplatz, aber auch wieder mit eingebautem Kleiderschrank hier. Das heißt, direkt im Schlafzimmer drin. Das werden wir vom Layout auch so benutzen. Die Dinger hier unten, die finde ich natürlich scheiße. Die Klimaanlage, das müssen wir von außen zumachen. Da müssen auch die Steine von außen wieder davor mauern. Badezimmer. Nettes Grün. Also nettes grünes Badezimmer hier. Super, oder? Das kommt alles neu. Mal gucken, ob wir das vom Layout auch so benutzen können. Dann sind wir hier im nächsten neuen Apartment. Das ist jetzt das zweite Schlafzimmer von diesem aktuellen Apartment. Das soll ein neues werden. Das hat sein eigenes Badezimmer hier. Da werden wir auch dann entsprechend das Badezimmer noch ausbauen müssen, aber auch einen Eingang bauen müssen. Das ist der aktuelle Eingang. Den nehmen wir nicht. Wir bauen den da drüben hin. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, so viel dazu. Du siehst, die Renovierungsarbeiten, die Abrissarbeiten gingen los. Wir mussten überall den Putz von den Wänden schlagen. Hinter jeder Wand waren alte Elektrokabel. Der Teppich, der war ekelhaft, der musste auch raus. Aber sie selbst, gehen wir mal durch. Erste Demoarbeiten hier in dieser Baustelle. Und was entdecken wir hinter den Wänden? Guck mal, wir haben neue Steckdosen. Drei Prongs, das heißt, eine Erdung ist mit dabei hier unten. Die dritte Nase sagt, das ist Erdung. Ist ein Indikator für neue Elektrik, oder? Ja, gehen wir mal dem Plastering hier hinterher. Schön, hier sehen wir Romex. Hier sehen wir Romex, das heißt gutes Kabel, neues Kabel. Gehen wir dem Kabel mal hinterher. Sehr schön. Und wo geht das rein? Ah, ins Nirvana. Und da? Noppentube, ich freak aus hier. Solche Pfuscher. Das ist eine Art und Weise, schön zu verstecken, dass alte Kabel da sind. Hier, alt. Und die letzten zwei Fuß bis zur Steckdose sind neu. Das heißt, wenn der Inspektor hier unten guckt, ist alles neues Kabel. Hier siehst du das alte Wohnzimmer. Alle Wände sind ab, alle Decken sind ab, das ganze Plastering abgeschlagen. Rechts haben wir noch eine Trockenwand, die war schon da, irgendwie die wurde erneuert. Und hier fehlt jetzt die Zwischenwand, weil die werden wir ein bisschen verschieben müssen. Die alten Elektrokabel siehst du hier auch noch. Hier in der Küche ging es auch schon voran. Alles ist raus. Den Kühlschrank, den können wir so in der Form nicht mehr benutzen. Alle Oberschränke sind weg. Die gesamte Elektrik muss neu. Das gesamte Plumbing muss neu, also Wasser und Abwasser. Die Deckenpaneele, da war die Frage, was sich darunter verbirgt, weil dieses Haus ist über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und erweitert worden. Hier nochmal eine schöne Totale, das ist der eine große Raum. Da vorne war der Eingang und eine Wand dazwischen, die dieses Wohnzimmer vom Esszimmer abgetrennt hat. Den Grundriss hier unten, den müssen wir komplett verändern, deswegen ist die Wand raus. Hier links ist noch ein Kleiderschrank und überall war Plastering, sogar im Kleiderschrank war Plastering, also dieser Putz an den Wänden. Rechts ist der Kellerabgang. Gerade hin das Badezimmer und links war das alte Schlafzimmer Nummer 1. Und du siehst, die Wände hatten kaum Isolierung, also eigentlich gar keine. In den Decken war ein bisschen Isolierung drin. Und du siehst auch noch hier das alte Plastering, also diese Gipswand von hinten, wie das reingeschmiert wurde. Hier im Fußboden, schön zu sehen, Wasserflecken und Wasserschäden über Jahrzehnte. Die müssen natürlich behoben werden. Das gesamte Wasser- und Abwassersystem von oben und unten muss jetzt irgendwie übereins gebracht werden, dass es auch wieder ein funktionelles Layout für zwei Apartments gibt. Thema zwei Apartments. Das hier wird das neue Studio-Apartment, wo wir jetzt gerade reinkommen, wird demnächst ein Kleiderschrank sein. Das heißt, der Eingang wird da nicht mehr sein. Das Badezimmer werden wir grob in dieser Lage, wo es gerade ist, auch lassen. Aber wir werden jede Wand komplett verschieben müssen. Das heißt, es muss alles erstmal raus. Beim Abriss der Zwischendecke in diesem Apartment fiel mir eine alte Zeitung in die Hände. Bei den Renovierungsarbeiten in der oberen Wohnung hatten wir schon Zeitungen als Isolierung gefunden. Die war aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und die wurden damals als Isolierungsmaterial unter dem Dach benutzt. Diese Zeitung hier, keine Ahnung, war eine Zeitkapsel, hat uns jemand dagelassen, keine Ahnung, war auf jeden Fall nicht als Isolierung gedacht. Was war das für eine Zeitung? Das hier denkst du dir nicht aus. Diese super erhaltene Zeitung, die ist vom 9. Oktober 1989. Das war sogar mein Geburtstag. Also nicht das Jahr. Was die Zeitung wirklich spannend macht, das ist der Aufmacher auf dieser Zeitung. Was war der Aufmacher 1989 am 9. Oktober in der The People Page Zeitung, was auch immer? Denkst du dir nicht aus.
ist einfach nur spannend, was man so in alten Häusern immer wieder findet, oder? Da siehst du schon, der Wiederaufbau hat begonnen. Hier sind wir jetzt zwar durch den alten Eingang, aber ins neue Schlafzimmer reingekommen. Und hier haben wir auch schon die Wände gestellt, wie das Layout aussehen wird. Rechts ist ein Kleiderschrank, hier links ist die Wand, neu hinzugekommen. Wir laufen jetzt durch die Tür und du siehst auch schon überall die neuen Elektrokabel. An der Decke mussten wir ein bisschen aufdoppeln und die alten Beams stützen. Da siehst du die großen gedoppelten LVLs, also die tragenden Wände. Und das musst du alles ein bisschen begradigen, weil das Haus hat sich schon ein bisschen gesetzt. Aber du siehst, jede einzelne Wand kam raus, jede einzelne Steckdose kam raus, wurde neu gezogen, Deckenlampen, CO2 und Rauchmelder werden verkabelt. Überall sind schon die Elektrokabel drin, wie es demnächst aussehen wird, beziehungsweise wenn es inspiziert und abgenommen wurde. Jedes Apartment kriegt seinen eigenen Stromzähler und wird auch so entsprechend dann von der Stadt abgenommen. Hier sehen wir schon überall die offenen Wände und da fehlt jetzt noch eins, nämlich Isolierung. Die kommt dann noch rein. Das Badezimmer, siehst du schon am Layout, ist ähnlich geblieben wie zuvor. Die Badewanne fast am selben Fleck, die Toilette fast am selben Fleck und das Waschbecken kommt noch daneben. Ist nur eben ein bisschen kleiner geworden, weil das einfach vom Platz zu groß war. Jetzt gehen wir hier durch die Wand einfach mal durch. Jetzt geht das noch durch den Kleiderschrank in das neue Studio-Apartment. Hier sind auch die Wände alle abgeschlagen. Also das Plastering von den Wänden abgeschlagen, dass wir sehen, womit wir arbeiten können. Und was hier auch an diesem Haus klar wird, nicht jedes Haus in den USA ist nur ein Holzhaus. Hier, die Wände sind gemauert und das sind doppelte Mauern mit Luftisolierungsschicht dazwischen. Hier ist das neue Badezimmer für dieses Studio-Apartment. Das wird nicht groß, das soll es auch nicht sein. Die Zielgruppe für dieses Apartment ist eben jemand, der kein großes Badezimmer braucht. Sieht aber gut aus, oder? Der Aufbau geht voran. Da ist das gute Stück. Landscaping. Das heißt, Büsche beschnitten, neuen Mulch verteilt, Gras verteilt, Stroh oben drüber. Schauen wir uns das gute Stück mal von drin an. Da war eine Tür. Die gibt es jetzt nicht mehr. Dafür haben wir jetzt hier ein Apartment, auf der rechten Seite. Da ist eine Apartmenttür und da hinten ist die neue Apartmenttür. Schauen wir uns das Studio-Apartment mal an. Das ist das Studio. So sieht das Ganze hier aus. Das heißt, Klimaanlage haben wir, da haben wir das Badezimmer, das wird ein Kleiderschrank und hier kommt die Küche her. Alles isoliert, nach oben, nach unten, nach innen, da kommt dann noch Trockenwand drauf. Wie gesagt, hier kommt eine kleine Küche her, in dieser Ecke, der Kleiderschrank bleibt, also das wird ein riesengroßer, begehbarer Kleiderschrank hier. Auch voll isoliert und natürlich mit Trockenwand gestrichen, alles drum und dran. Diese kleine Klimaanlage hier reicht für dieses Apartment. Das passt schon und dann haben wir hier das Badezimmer. Also ist eigentlich im Verhältnis zum Studio ein riesengroßes Badezimmer. Wenn wir uns das hier anschauen, auch diese neutral grauen Fliesen. Dann haben wir hier das Waschbecken und da kommt die Toilette hin und vollgefließte Badewanne, Dusche. Das hinten ist die Elektrik von oben und Abwasser und Lüftung. Gehen wir in das große Apartment rein. Ah, halt, Moment. Das ist noch wichtig. Jedes Apartment hat einen eigenen Stromzähler, eigenen Verteilerkasten. Alles separiert. Hier im Gang, im Hausflur, hier haben wir noch ein bisschen Plastering bzw. alte Trockenwand. Hier ist noch Plastering, das wird noch weggemacht. Dann kommt er hier ins neue Apartment. Da geht's ins obere Apartment. Und jetzt sind wir im neuen Apartment 2. Wenn wir hier reinkommen, haben wir auch hier einen eigenen Verteilerkasten. Das wird eine Abstellkammer, Kleiderschrank und dann haben wir hier gleich ein Wohnzimmer. Das hier ist das neue Schlafzimmer. Das war vorher das Wohnzimmer. Der Kamin hier, der bleibt. Also hier hinten drunter verbirgt sich ein Kamin. Oh, das war ich. Und der wird aber zugemacht nach oben. Das heißt, dass der nur noch kosmetisch ist. Da kommt ein Kleiderschrank hin. Dann kann man hier ein Bett stellen. Das sind die Lüftungseinlässe, Auslässe. Ja. Gibt doch eigentlich ein schönes Raumgefühl hier, oder? Gehen wir mal durch.
Das hier, wie gesagt, wird das Wohnzimmer. Das war vormals das Esszimmer. Steht gerade der Kühlschrank im Weg. Aber so sieht man das schön. Dann haben wir hier die Küche. Das heißt, hier auf der rechten Seite kommen Waschmaschine, Trockner hin, da sind schon die Anschlüsse da. Und hier auf der linken Seite Kühlschrank, Spüle in die Ecke und hier vorne die ganzen Arbeitsfläche. Dann gehen wir hier weiter durchs Wohnzimmer, Eingangstür, das ist der Abgang zum Keller hier. Dann haben wir links Schlafzimmer Nummer 2 von diesem Apartment. Auch hier eingebauter, begehbarer Kleiderschrank. Alles schon Trockenwände, alles schon da. Und natürlich auch hier jetzt ein Badezimmer, selber Fliesenfußboden, Toilette, Badewanne, voll gefliest. Und dann kommt hier noch das Ding hin. Und dann kommen hier noch Trockenwände dran. Und dann wird das doch ein schönes Apartment hier, oder? Habt ihr jetzt Fragen zum Bau direkt oder zu den verwendeten Materialien oder zur eingesetzten Technik, dann ab damit in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Fragen und beantworte sie auch gerne. Falls ihr bestimmte Themen ausführlicher behandelt sehen möchtet, dann lasst es mich auch wissen. Eure Interessen sind mir wichtig. Und so schaut das jetzt aus. Frisch gestrichene Porch, also hier vorne die Terrasse. Nach oben. Deckenleuchten sind drin, auch das wurde gestained. Gehen wir ins Haus rein. Hier fällt schon mal auf, die Tür geht genau andersrum auf. Die haben wir einfach umgedreht, weil so macht es einfach mehr Sinn, oder? Was wir hier schon sehen, hier ist schon der Teppich verlegt. Also hier im Flur haben wir uns für Teppich entschieden, wegen der Noise, also Lautstärke unterhalb der Mieter. Da hinten geht es ins Apartment 1 und hier geht es ins Studio. Und das ist das Studio. Klimaanlage, da geht es ins Badezimmer. Die Tür ist ein Kleiderschrank und hier haben wir die Kitchenette. Schöner Wasserhahn mit ein bisschen Spielkrams dran. Kleiner Kühlschrank und ein paar Kitchen-Cabinets in dem Kleiderschrank. Da ist genug Stauraum. Das muss noch energized werden. Hier fehlen noch ein paar Breakers. Dann haben wir das Badezimmer. Auch hier fehlt noch Strom und ein paar Glühbirnen. Aber hier, so schaut es jetzt aus. Einfach gehalten, super. Fußboden, wie in dem anderen größeren Apartment. Das 803 LVP, also Luxury Vinyl Planks. Und das hier ist ganz normaler Butcher Block, gestained. Gehen wir mal ins große Apartment, Apartment 1. Gleich hier den Gang runter. Und so sieht das jetzt aus. Hier haben wir schon ein bisschen mehr geenergized. Es sind ein paar mehr Breaker drin, aber der Elektriker ist noch dran. Dann haben wir hier das neue Schlafzimmer. Neue AC, beziehungsweise eigentlich nur das Thermostat. Die AC ist noch die alte. Das ist Schlafzimmer Nummer 1 mit einem schwarzen Kamin. Die Kaminfarbwahl ist getroffen. Was heißt das? Was ist es geworden? Schwarz. Eure Wahl. Ihr habt entschieden, schwarz soll es sein. Schwarz ist es geworden. Schaut doch geil aus, oder? Also Fußboden war eine super Wahl und der Kamin auch. Danke dafür. Sehr schön. Aber da vorne war die alte Haustür. Hier so eine Nische, da passt das Bett schön rein und natürlich auch ein Kleiderschrank, das macht das Ganze zum Schlafzimmer mit so einer kleinen Falltür. Ideal, sehr schön. Schauen wir uns den Rest an. Wohnzimmer, da oben ist die neue Klimaanlageneinlass, geht sehr schön. Dann kommen wir hier in die Küche. Der Oberschrank sollte eigentlich da drüben hin, der passt aber noch nicht mehr hin. Irgendwie haben wir uns da vermessen bei den Trims, aber egal. Guck mal, das ist die Küche. Quartz Countertop, sieht man das? Ja, glänzt so ein bisschen, ne? Sehr schön. Da ist die Nische, Waschmaschine, Trockner. Trockner links, da ist die Abluft.
und Waschmaschine. Da haben wir noch den Starkstrom. Hier haben wir noch einen sogenannten Pantry, also Abstellkammer, Vorratskammer, je nachdem, direkt in der Küche. Das wird gut. Gehen wir weiter. Hier direkt am Eingang haben wir noch eine Garderobe, Kleiderschrank mit Kleiderstange. Und dann gehen wir hier weiter. Hier war der Kellerzugang, der ist auch noch da, aber den machen wir von innen zu. Das heißt, die Mieter, die hier wohnen, haben keinen Kellerzugang. Dann haben wir hier Schlafzimmer Nummer 2. Auch sehr schön. Kleiderschrank natürlich, die alte Tür, der Kleiderschrank ist original, da geblieben, wo er vorher war. Da fehlt noch was. Und hier unten auch, die Registers fehlen noch. Egal. Gehen wir ins Badezimmer. Und so schaut das Badezimmer jetzt aus. Ganz einfach gehalten, aber super. Sehr schön. Kommen wir zu den Zahlen. Beginnen wir mit der Dauer und den zeitlichen Etappen. Also die ganze Renovierung startete in dem unbewohnten Obergeschoss kurz vor Weihnachten 2023. Genau. Das Untergeschoss war die ganze Zeit bewohnt und die Mieterin unten war mit den Bauarbeiten einverstanden, weil sie hatte dann die Möglichkeit, wenn die Bauarbeiten oben fertig sind, von unten nach oben zu ziehen und in dem Stadtteil zu bleiben und auch in dem Haus zu bleiben, wo sie schon die letzten 10, 15 Jahre wohnt. Die Entkernung, ein komplett neues Metalldach, alles voll isoliert, überall neue Wasser- und Abwasserleitungen, komplett neue Elektrikkabel, eine neue Küche, ein neues Badezimmer. Als neue Heizung und Klimaanlage für das Apartment oben gab es eine neue Bosch-Wärmepumpe mit 4 einzelsteuerbaren Minisplitköpfen. Die gesamte Aktion oben dauerte 2 Monate. Und dann zog die Mieterin von unten in das Apartment oben am 22. März 2024 ein. Also nach nicht mal 3 Monaten war die ganze Aktion oben fertig. Ach ja, im Winter. Die Mieterin war jetzt nach oben gezogen und somit war das Erdgeschoss leer. Nun, Ende März 2024, konnten wir dort loslegen. Wir haben den gesamten Grundriss komplett geändert und aus einer großzügig geschnittenen Wohnung noch ein kleines Apartment rausschneiden können, sodass wir jetzt unten statt einem Apartment 2 Apartments vermieten können. Die beiden Wohnungen unten bekamen natürlich auch wieder das volle Renovierungsprogramm wie oben. Alle alten Stuckwände wurden abgeschlagen und rausgerissen. Neue Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen wurden gezogen. Als Heizung für das Studio-Apartment wurde auch wieder eine Mini-Split von Bosch eingebaut. Das heißt, die Klimaanlage und Heizung für dieses kleine Zimmer, das funktioniert super. Ein neuer Wasserheizer kam für dieses Apartment dazu, aber die Klimaanlage, also die HVAC, Heating, Vent, Air Condition, also Heizung und Klimaanlage vom alten Apartment und der Wasserheizer vom alten Apartment, konnte so wiederverwendet werden. Jedes Apartment hat einzelne Strom- und Wasserzähler. Jede Wohnung kann separat abgerechnet werden. Und natürlich auch für die untere Etage. 2 Wohnungen brauchen 2 neue Bäder. Ach ja, und 2 neue Küchen. Die mussten natürlich verbaut werden. Im Außenbereich hatten wir auch einige Arbeiten. Es mussten neue Drainagen verlegt werden, damit das Regenwasser auch schön nach hinten zum Haus, den Berg runter, abgeführt wird. Hier müssen wir noch ein bisschen erweitern. Nice Catch Basin heißt sowas hier. Dann haben wir hier das Fallrohr Downspout also. Machen wir das und leiten das noch ganz da hinten ab. Umständlich und lang, aber nicht anders möglich, weil wir hier an einem Berg sind. Sonst müssen wir das Wasser ja bergauf pumpen. Macht keinen Sinn, denn das ist die beste Variante hier. Es mussten verschiedene Wände aufgemauert werden, wo alte Klimaanlagen in den Mauern drin waren. Und es mussten für diese Bosch-Wärmepumpen auch noch neue Podeste draußen erstellt werden. Die eine haben wir an die Wand gehängt und die andere braucht ein großes Podest, weil das 2 große Wärmepumpen waren. Diese ganzen Arbeiten waren im Außenbereich noch zu machen. Jetzt habe ich bestimmt irgendeine Komponente vergessen aufzuzählen. Wenn dir jetzt was aufgefallen ist, dann ab damit in die Kommentare. Die neuen Mieter in den beiden Wohnungen im Erdgeschoss zogen laut Mietvertrag am 1. Juli 2024 ein. Also dauerte die komplette Aktion Obergeschoss und Erdgeschoss rund 6 Monate. Aber wichtig, zu dieser Zeit war dieses Haus zu keinem Zeitpunkt leer. Es war immer Income da. Das heißt, es wurde immer mindestens eine Miete bezahlt. Lukas, show me the money. Was hat das jetzt alles gekostet und wie hast du das bezahlt? Vor der Renovierung waren die Mieteinnahmen für dieses Haus wie folgt. Also wir hatten das Erdgeschoss, das war Apartment 1 und die Mieterin hat $1,595 bezahlt. Das Apartment 2 im Obergeschoss war zwar groß, aber es war nicht super auf neuestem Stand. Das heißt, die Miete war da geringer. Da hatten die Mieter nur $1,135 bezahlt. Das heißt, die Jahresmieteinnahmen für dieses gesamte Objekt vor der Renovierung lag bei $32.760. Die Renovierungskosten für dieses gesamte Projekt betrugen $187.574. Das Geld kam aus dem Cashflow.
Das heißt, der bisherige Cashflow dieses und andere Häuser hat die Renovierung für dieses Haus bezahlt. Also es gibt keinen Kredit oder so. Das heißt, es gibt auch keinerlei Kreditkosten, die diese Renovierung jetzt irgendwie, die Rendite von dieser Renovierung belasten würden. Okay, verstanden. Hat sich das Projekt jetzt gelohnt? Das sagst du mir jetzt am besten mal. Hier die Zahlen für das Haus mit dem neuen Setup, also mit diesen 3 Apartments. Das Apartment 1 im Erdgeschoss hat jetzt eine Miete von $2,300 pro Monat. Das Apartment 2 im Obergeschoss zahlt 1750 und das Apartment 3, also dieses kleine Studio, ist für $1,100 im Monat vermietet. Das heißt, die Jahresmieteinnahmen sind jetzt bei $61,800. Um rauszufinden, was wir jetzt dadurch verdienen, ist ganz klar, wir nehmen die neuen Mieteinnahmen minus die alten Mieteinnahmen. Das ergibt $29,040 pro Jahr Mehreinnahmen durch diese Renovierung. Um die Rendite jetzt zu berechnen, nehmen wir einfach den Mehrertrag, also unsere $29,040 mehr, geteilt durch die Gesamtinvestition von $187,574. Mal 100 ergibt eine Rendite von 15,48% Bruttorendite. Das bedeutet, dass sich die Investition, so mit Milchmädchenrechnung, nach ca. 6,5 Jahren amortisiert. Zu beachten ist jetzt natürlich, dass die Berechnung vereinfacht ist. Es sind nicht alle Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel Steuervorteile, Abschreibungen, Wertsteigerung der Immobilie, Steuererhöhungen, ähnliches, was noch kommen könnte oder zukünftige Instandhaltungskosten. Das ist rein nur eine kleine Milchmädchenrechnung, Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, ob sich das Projekt gelohnt hat. Es gibt aber einen guten Überblick über die finanzielle Leistung des Projekts. Das Haus war vorher schon Cashflow positiv. Das heißt, mit diesen 2 Apartments zu einem niedrigeren Preis vermietet, hat sich das gesamte Haus an sich schon gelohnt und getragen. Alles, was jetzt durch diese zusätzliche Renovierung und Investition hinzukam, geht direkt in den Cashflow. Hat sich das Projekt jetzt gelohnt? Wie siehst du das? War das eine rentable Aktion? Sag's mir in den Kommentaren. Wow, Leute, das ist eine wilde Fahrt gewesen. Lasst mich euch kurz zusammenfassen, was in diesem Video alles passiert ist. Stellt euch vor, 6 Monate lang habe ich mit meinem Team geschwitzt, manchmal auch geflucht. Von Dezember 23 bis Juli 24, also über den Winter, haben wir das komplette Haus auf den Kopf gestellt. Von oben nach unten überall neue Elektrik, neue Heizungssysteme, neue Küchen, neue Bäder. Und das Beste, wir haben aus 2 Wohnungen sogar 3 Wohnungen gemacht. Und jetzt kommt's, ich habe satte $187,000 in dieses Baby gesteckt. Klingt nach einer Menge Holz, oder? Aber wart es ab, die jährlichen Mieteinnahmen sind von $32,000 auf unglaubliche $62,000 geschossen. Das ist fast eine Verdopplung. Und die Rendite liegt bei ca. 15,5%. Das ist nicht schlecht, oder? Ich muss zugeben, manchmal dachte ich, dass ich mir zu viel vorgenommen hätte, aber jetzt bin ich echt stolz auf das Ergebnis. Es zeigt, wie man mit harter Arbeit und der richtigen Vision einfach viel erreichen kann. Und was meint ihr? War das jetzt eine gute Investition? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und nun auf zum nächsten Projekt. Es gibt noch jede Menge tolle Objekte und Immobilien hier in Philadelphia. Bleibt dran, es bleibt spannend. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.